Ja, hallo, Vespa-Fans. Wir haben heute wieder eine BK50 im Angebot. Die ist aus, ich glaube, 86. Ich habe hier noch den originalen Kaufbeleg mitbekommen. Ja, von 86 ist die. Das habe ich lieber abgedeckt wegen den neuen Datenschutzbestimmungen. Ja, die hat leider keine Betriebserlaubnis. Aber ich werde noch Anfang nächster Woche gleich noch eine Unbedenklichkeitsbescheinigung holen bei der Zulassung, damit ihr eine neue beantragen könnt. Ja, original Bordwerkzeug ist noch da, dieses Bedienungsheftchen auch. Rechnung von damals, die habe ich aus erster Hand von älteren Leuten übernommen. Die hat jetzt seit 96 gestanden, trocken in der Garage. Letztes Mal war die 96 versichert. Und ja, hab den Vergaser gereinigt, 2, 3 Tage lang, 2 Tage in so einem Benzinbad liegen gelassen. Hat aber nicht gefruchtet. Könnt ihr euch alles noch im Nachgang im Video anschauen. So findet man ringsherum Gebrauchsspuren schon hier und da. Der Vorbesitzer hat auch mal hier vorne mit meine Lackausbesserung durchgeführt, genauso hier. Dann wird man auch hier und da meine kleine Gebrauchsspur finden. Auch hier hinten wurde nachlackiert, habe ich gesehen. Ich habe auch einiges gemacht. Ich habe den jetzt komplett aufbereitet, gereinigt. Das könnt ihr dann alles im Nachgang im Video sehen, was ich noch gemacht habe am Fahrzeug. Und ja, und ein neues Sitzbankleder sollte auch drauf. Hier ist ein Riss drinne, der nur abgedeckt wurde. So ist die Sitzbank auch top erhalten. Da ist nichts ausgebrochen oder so. Alles noch in einem schönen Originalzustand. Auch hier der Bereich super erhalten. Alles. Und mal den Kasten rausmachen hier. Ja, passt eigentlich alles soweit. Ja, dann schaut es euch mal an, was ich noch so gemacht habe am Roller. Bye bye. Ja, auch hier in dem Bereich, da gab es jede Menge Flugrost, den habe ich entfernt, dann grundiert und lackiert. Und jetzt kommt noch eine Schicht unter Bodenschutz drauf, transparent, sodass das dann auch ordentlich versiegelt ist. So, da haben wir jetzt alles versiegelt von unten. Soweit, so gut, bestens. Ja, solange wie der Vergaser im Benzinbad liegt, dann kann man ja schon mal weitermachen an dem Roller und hier und da eine Aufbereitung durchführen. Ja, auch von innen habe ich die Karosse komplett gereinigt und auch gleich mal mit versiegelt, wie man sehen kann. Auch hier alles gereinigt und konserviert. Also Vergaser habe ich jetzt gereinigt, den habe ich mit Waschbenzin gereinigt, auch mal eine Nacht eingelegt in Waschbenzin. Ja, geht trotzdem nicht. Wie gesagt, die hat jetzt über 20 Jahre gestanden. Der Vergaser muss wahrscheinlich Ultraschall gereinigt werden oder wie auch immer. Nimmt kein Gas an. Der Tank, der hat schon mal einen neuen Benzinhahn bekommen. Der alte war hinüber und ausgespült ist der Tank auch von innen. Das ist schon mal erledigt dann für euch. So sieht der alte Benzinhahn aus. Da kann man sich vorstellen, so verharzt wie das Ventil ist, wie der Vergaser auch noch von innen sein könnte ein bisschen. Also Ultraschallreinigung ist auf alle Fälle erforderlich, mit Sicherheit. Oder vielleicht sogar einen neuen drauf machen. Und hier in dem Bereich war ein kleiner Riss. Das kommt, wenn der Ständer immer hochknallt. Dann reißt das hier unten von der Traverse ab und bildet hier oben einen Riss. Das ist wieder geschweißt worden von oben und unten.
und entsprechend grundiert und beilackiert. Na, habe ich noch was vergessen zu sagen. Also ich bin mit der schon gefahren, aber die zieht halt nicht. Irgendwie zieht sie halt falsch Luft. Vergaser immer noch verdreckt. Alle Gänge mal durchgeschalten und die Elektrik hat auch einwandfrei funktioniert. Hat Bremslicht, Blinker, vorne auch. Beleuchtung war auch alles okay. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. Meant to be in the great outdoors, forever free. You can tell.
Ja, also wenn jetzt noch im Nachgang zum Video noch irgendwelche Fragen offen sind, dann einfach Mail schicken, wird alles beantwortet. Die Vespa, die werde ich heute in die Auktion setzen, ab 1 Euro, nicht bei eBay Kleinanzeigen. Und ja, wenn euch mein Video gefallen hat, würde ich mich natürlich auch über ein Like freuen. Auch ein Abo ist interessant, weil ich immer mal Vespa-Roller im Angebot habe. Und vielleicht ist dann auch irgendwann mal einer für euch mit dabei. Ich wünsche euch was. Tschüss.